50% der Lehrveranstaltungen in Deutschland fallen auf das Format Vorlesung. Rückläufige Besuchszahlen und die passive Rolle der Studierenden führen immer wieder zu Kritik. Vorlesungen werden signifikant seltener besucht als Übungen und Seminare. Vor allem aufgrund der monologen Gestaltung, der Online-Verfügbarkeit der Inhalte und fehlender Konsequenzen bei Abwesenheit in Vorlesungen. Die Studienergebnisse zeigen deutlich, Studierende und Dozierende wünschen sich tiefgreifende Veränderungen der Hochschullehre. Dozierende verwenden lediglich 32% ihrer bekannten didaktischen Methoden. Das bedeutet, nach wie vor bestimmt der reine Vortrag das Bild einer deutschen Vorlesung. Interaktive und digitale und moderne Methoden wie Inverted oder Flipping Classroom, was bedeutet umgekehrter Unterricht, können helfen, trotz Online-Verfügbarkeit der Inhalte Lehrveranstaltungen wieder effektiv und sinnvoll zu gestalten. Dabei erarbeiten sich Studierende die Inhalte zunächst von zu Hause allein oder in Gruppen anhand von Texten und Videos und kommen anschließend in eine Präsenzphase zusammen mit dem Dozenten, um die Inhalte zu vertiefen, anzuwenden und zu üben. Das bedeutet, Inhalte, die bisher in Form von Skripten ausreichten, um die Prüfung zu bestehen, sind nun Grundlage einer ganz modernen und interaktiven Vorlesung. Das bedeutet, ein Hochschullehrer wird in Zukunft nicht mehr ein Vorlesender, sondern mehr ein Coach einem für den Studierenden insgesamt selbstgesteuerten Lernprozess. Und hier bedarf es also externer Beratung für Hochschulen, um diesen Prozess jetzt nachhaltig in der Praxis umzusetzen.